Was tun wir jetzt, Herr? Jetzt rufen wir zur Schlacht. Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu Age of Conan. So, wir machen mit der Quest weiter das Rückgrat Kitais und wir müssen Menschenknochen sammeln. Und anscheinend kann man das praktisch in ganz Kitai machen und hat hier keine vorgegebene Stelle oder so, wo man die sammelt. Deswegen bin ich jetzt mal nach Karakorum, weil dort haben wir auch die Quest bekommen und schauen jetzt, ob wir die nicht erledigen können. Hier wird es zwar ein bisschen schwerer, normalerweise könnte ich auch in die nördlichen Graslande dazu gehen. Da sind die Mobs Level 40 oder so, aber ja, sind weiß. Ist halt auch langweilig irgendwo. Ich muss jetzt mal schauen, ob wir hier irgendwo ein Lager mit Menschen finden. Die ich killen kann. Hier wird schon ein bisschen heftiger von den Gegnern. Und die sind nur Skorpione und sowas und Spinnen. Aber ich bleibe einfach mal auf dem Hauptweg und dann schauen wir mal, vielleicht kommen wir in irgend so ein Lager. Da unten steht einer. Okay, das ist aber kein Gegner. Und ihr seht schon, ich habe jetzt hier schon wieder einen Debuff drauf. Mei. Oh, das ist ein Boss. Ja, toll. Lim, der Kranke. Ah, machen die einen Schaden heftig. Wir müssen jetzt schon nicht mit CCs arbeiten, sonst das ist krass. Nein, was hält der aus? Ah, der hat gleich zwei Knochen fallen lassen. Sehr schön. Dorfbewohner. Jetzt, hier ist eine Statue. Was muss ich an der Statue machen? Schauen wir doch mal auf die Map. Wo sind wir denn? Ach, da sind wir. So, GIF. Okay. Bei den Statuen muss man immer so ein Emote machen. Zählt dann auch als Achievement-Punkte. Machen wir das mal. Genau. Und schon haben wir den. Jetzt würde ich gerne mal irgendwo ein Lager finden hier. Irgendwie finde ich kein Lager. Du Spinnen und so Rumpelfiescher rum. Dann gehen wir mal dort oben hoch. Yeah.
was hier alles rumläuft und rumkriecht. Das ist doch Wahnsinn. Oh Gott. Oh, ich zieh schon wieder die ganze Map. Bäh. Lass mich in Ruhe. Oh, was ist denn hier? Hier gibt's so Spinnen. Komm ich hier nicht hoch, oder was? Nein. Also hier in dem Gebiet ist echt vorteilhaft, wenn man zu zweit rumläuft. Vielleicht kommt mein Frauchen dann noch dazu und hilft mir. Aber die hat keine Zeit, leider. Wie sieht's aus? Haben wir hier einen Port ready? Dann gehen wir nämlich woanders hin. Ah, 4 Minuten noch. Cooldown. 4 Minuten Cooldown. Kann man hier nirgendwo hoch? Was ist denn da los? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin jetzt. Da unten. Ich muss hier lang komplett einmal rumlaufen. Kann man hier vielleicht hoch? Da kommt man auch nicht hoch. Hier ist eine Wand oder sowas. Ich stirb gleich. Oh, da kommt die nächste Spinne schon. Alter Schwede. Könnte ich mich jetzt mal in Ruhe lassen? Die zwei hier nochmal. Okay. Dann machen wir diese Statue auch gleich. Sehr schön.
Ich weiß nicht, wenn ich da reinspringe, ob ich da Schaden krieg. Ah, krieg ich gar keinen Schaden. Okay. Ah, jetzt komme ich wieder hier nicht raus, Mann. Braune Soße hier. Oh, komme ich jetzt hier nicht mehr raus, oder was? Geht's hier hinten weiter? Na, sieht nicht so aus. Okay. Dann gehen wir nochmal hier hoch und schauen nochmal, ob wir irgendwie ein Lager mit Menschen finden. Und jetzt mal hier links. Oh, die scheiß Köter da. Oh, da müssen wir auch was. Hyänenhoden. Die noch offen oder was? Machen wir das doch gleich. Sehr schön. Machen wir das auch hier erledigt. Und auch jenen. Da unten sieht es nach Lager aus. Genau, da werden wir jetzt auch hingehen. Wenn wir hier durchkommen, heißt's. So. Boah, was sind das für Viecher? Come on.
Okay, ja, jetzt wird's interessant. Jetzt haben wir hier ein paar normale Gegner. Nein! Sehr schön. Läuft, würde ich sagen. 17 Knochen noch. Oh, hier ist eine Kiste. Die nehme ich natürlich gleich mit. So, renne noch mehr rum? Nee. Okay, hier ist nichts. Ich komme wieder nicht durch. Nein. Okay, da unten ist noch was. Einer vom. Das sieht aus wie Scharlachzirkel. Das ist ein Boss wahrscheinlich wieder, oder? Nee. Ja, was ist denn das hier für ein Ding?
Schauen wir, ob wir hier hoch können. Wahrscheinlich kommen wir hier wieder nicht weiter. Ja, war mir klar. Wann komme ich denn hier nicht weiter? Das regt mir auf. Hier komische unsichtbaren Mauern überall. Irgendwie war das vorher nicht. Keine Ahnung. So, 8 Knochen noch. Was ist denn hier los?
Leute! Wieso gehen wir in Bubble jetzt reinhauen, oder was? Boah, komplett umgekippt. Okay, jetzt haben wir leider einen Grabstein drauf. Dann buffen wir uns mal durch. Wo bin ich denn hier? Ah! Bin eh schon richtig jetzt. Genau hier wollte ich eigentlich hin, zu so einem Lager. Kriegen wir unsere Knöchlein. Unsere Knöchlein, Leute. Boah, hier sind aber viele, ey. Aber dann haben wir sie wenigstens gleich. Machen die Schaden? Das gibt's doch gar nicht. Das ist das, was ich gemeint habe, Leute. Es wird immer härter. Und man braucht halt jetzt einfach langsam Kitai-Rüstung. Ja, okay, meine Gesundheitsregeneration und Mana-Rec ist natürlich auch im Keller. Jetzt hier in dem Gebiet. Also ich tue 20% weniger Gesundheit regenerieren. Das merkt man natürlich schon. Da bräuchte man halt dann auch die Rüstung mit Crit-Milderung und so weiter, dass man halt nicht so viel Schaden bekommt. So, und da noch. So, zwei Knöchel noch. Zwei noch. Schnappen wir uns doch gleich die hier. Hat's Boom gemacht. So, boah, Knochen in die heiligen Zirkel legen und die erweckte Kreatur meiden. Okay. Wo müssen wir denn jetzt hier hin? Dort hinten hin? Wo bin ich? Ich bin da ganz oben, mein Gott. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir da hinkommen. Kann man überhaupt nicht auf dem Weg bleiben, das ist eigentlich auch scheiße alles. Okay. Schaffen wir den hier. Aber die geben auch Token, zwar keine Hardmode-Token, aber normale Token. Ist auch nice. Oh, das für ein Boss. Mein Gott. Den lassen wir lieber mal, den Boss.
So, ist jetzt der Weg frei hier. Oh Gott, komme ich jetzt da wahrscheinlich nicht rüber, oder? Irgendwie hier rüber. Ah, ich weiß, wo ich hin muss. Eieiei. Oder? Ja, das ist genau das unten, wo vorher der blöde Kreis war. Der leuchtende, ja, das Portal oder was es war. Irgendwie so hat es ausgesehen. Vorbeikommen. Ich werde in dem Gebiet immer schön Debuffs drauflegen. Anfälliger wären die auch, die Kameraden hier. So, das müsste eigentlich dort hinten sein. Was ist das da? So wie ein Boss. Was? Nee. Glaube ich, da hinten der Ghoul sein, der in der Questbeschreibung umgestanden ist. Okay. Dort unten. Das müsste der Ghoul sein, glaube ich. Was werden wir gleich herausfinden? Wie sieht es eigentlich mit dem Meisterschafts-EP aus? Immer noch nicht so. Okay, da müssen wir noch ein bisschen leveln. Dass wir da einen neuen Punkt reinskillen können. Vor allem in den himmlischen Blick. Das ist so das nächste, was ich haben will. Himmlischer Blick ist eine Zusatzheilung nochmal. Genau, da ist der Go. Sehr schön. So, Knochen. Ah, hier, okay. Hier, Bericht erstatten. Okay Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle aber einen Cut und schauen uns in der nächsten Folge dann an, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest, wenn du wieder dabei bist, mir ein bisschen Feedback gibst zu dem Spiel, wie es dir gefällt oder was ich besser machen könnte vielleicht. Ich weiß ja nicht, ob ihr das auch spielt. Genau, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.